يا دعوتي لا تزيك خيش لوبة الله علي ابن أبي طالب ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريد. يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد. ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريد. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, heute geht es bi'idhnillah ta'ala weiter mit dieser wunderbaren Unterrichtsreihe. Und zwar, dass wir über die Geschichten der Sahaba etwas lernen. Und wir haben es bereits schon mehrmals erwähnt, es ist uns nicht wichtig, dass man einfach hier nur eine Geschichte hört und diese Geschichte mit nach Hause nimmt und keine Lehren daraus zieht. Nein, wir wissen, ein Drittel vom Koran besteht aus Geschichten. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er hat uns diese Geschichten nicht einfach so erzählt, damit wir unsere Zeit damit verschwenden sollen. Oder damit wir sagen, wir wurden unterhalten. Sondern Allah subhanahu wa ta'ala möchte, dass wir aus diesen Geschichten lernen. Und genau dasselbe ist auch mein Wunsch, liebe Geschwister. Wenn wir die Geschichten der Sahaba, radiyallahu anhum wa ardahum, hören, dann sollten wir daraus lernen. Denn sie sind die Besten nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und noch mehr, Allah azza wa jal hat sie auserwählt, damit sie den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam begleiten. Und wenn wir über sie reden, dann reden wir in Hochachtung. Wir sind diejenigen, die die Sahaba lieben. Und wir sind diejenigen, die die Sahaba als Wegweiser nehmen. Und wir sind diejenigen, die die Sahaba niemals beschimpfen würden. Genauer genommen, verteidigen wir die Sahaba, denn Allah und sein Gesandter haben sie verteidigt. Und was wären wir für Muslime, wenn wir ihnen nicht nacheifern würden, liebe Geschwister. Die Geschichte heute von einem großartigen Sahabi, und natürlich über jeden Sahabi kann man eine gesamte Unterrichtsreihe machen. Aber wir haben nicht die Zeit. Und mein Ziel war es, mit diesen Geschichten einen einfachen Eindruck zu vermitteln, wer dieser Sahabi war. Weil wir lesen oft in den Hadithen, Abu Huraira berichtet, radiyallahu anhu. Wer ist Abu Huraira? Abu Dharr berichtet, wer ist Abu Dharr? Ali ibn Abi Talib berichtet, wer ist Ali ibn Abi Talib? Der Muslim, er lernt den Weg der Gläubigen, die vor ihm waren, damit er genau weiß, wie sein Weg zu bestreiten ist. Denn wenn du den Weg derjenigen nicht kennst, die Paradiesbewohner sind und mit denen Allah subhanahu wa ta'ala schon bereits zufrieden war, woher solltest du wissen, welchen Weg du in diesem Leben gehst? Möge Allah azza wa jal uns vor allen Versuchungen bewahren und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem Weg der Tugendhaften befestigen. Ali ibn Abi Talib, und welch ein gewaltiger Mann, über den wir heute bi'idhnillah ta'ala sprechen. Er wurde auch genannt Asadullahi al-Ghalib, der siegreiche Löwe Allahs. Der siegreiche Löwe Allahs. Huwa alladhi rabbahu al-Mustafa wa kafa. Er ist derjenige, den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzogen hat. Und es reicht. Es reicht, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn erzogen hat, liebe Geschwister. Wie wird jemand sein, der vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam großgezogen wurde? Und er war sein Schüler. Er war sein Schüler. Er ist im Haus des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam aufgewachsen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er verheiratete ihn mit der tugendhaften Fatima radiallahu anha. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er gab ihm seine tugendhafte Tochter Fatima radiallahu anha wa ardaha. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihn selber dieses Angebot gemacht. Wen? Ali ibn Abi Talib. Allahu Akbar. Er hat ihm dieses Angebot gemacht, mit Fatima radiallahu anha wa ardaha zu heiraten. Und hört, welch gewaltige Worte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam über Fatima radiallahu anha wa ardaha gesprochen hat. Er sagte zu ihr: أما ترضين
أن تكوني سيد نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك. sagte, würde es dich nicht zufrieden machen, dass du, O Fatima, die Führerin der Frauen im Paradies bist? Nicht nur, dass sie im Paradies ist, sie ist die Führerin der Frauen im Paradies. Die Führerin der gläubigen Frauen. So lachte ich, sagte Fatima radiallahu anha. Und wer würde nicht lachen bei so einer Botschaft? Aisha radiallahu anha, sie sah sie von Weitem. Sie hat nicht gewusst, was das Gespräch zwischen dem Propheten Muhammad sallallahu und Fatima war. Und dann sah sie Fatima radiallahu anha, sie hat geweint. Sie hat geweint, warum? Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seinen letzten Stunden war und er war auf seinem Todesbett. Subhanallah, liebe Geschwister. Aisha radiallahu anha sah Fatima radiallahu anha weinen. Und nach einer gewissen Zeit lachte sie. Wann hat sie gelacht? Als sie hörte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihr gesagt hat, willst du nicht die Führerin der Frauen im Paradies sein? Subhanallah. Liebe Geschwister, diese großartige Geschichte von Ali radiallahu anh ist die Geschichte von dem vierten Khalif in der islamischen Geschichte. Und Ali radiallahu anh, er nahm den Islam an, da war er gerade mal 10 Jahre alt, wie die Gelehrten sagen. 10 Jahre alt war Ali ibn Abi Talib radiallahu anh. Und er war der Erste, der den Islam angenommen hat und der Erste, der das Gebet verrichtet hat. At-Tirmidhi rahimullah ta'ala überliefert von Ibn Abbas radiallahu anhu, der sagte, kana Aliyun awwala man aslam minan nas ba'da Khadija. Wa fi lafz, in einer anderen Überlieferung, awwal man salla Ali. Der Erste, der gebetet hat, war Ali radiallahu anhu wa arda. Wie hat er zu diesem Gebet gefunden? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat zu Hause gebetet und er bekam die Offenbarung ganz frisch. Und Ali radiallahu anhu, er war zu dem Zeitpunkt noch kein Muslim, ein kleiner Junge, er war alleine hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Gebet und hörte den Koran vom gesegneten Mund des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann, als das Gebet fertig war, fragte Ali radiallahu anhu, er sagte zu ihm, Ma hadha alladhi taqul? Was sprichst du da im Gebet? Welche Bewegung machst du da im Gebet? Schaut mal, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der unser Lehrer ist, er sagte nicht zu Ali radiallahu anhu, der gerade noch ein kleines Kind war. Er sagte nicht zu ihm, du bist noch zu jung, um dieses zu verstehen. Nein, vielmehr erklärte er ihm, dass er seinen Herrn anbetet. So wie wir. Wir beten unseren einzigen Herrn, Allah subhanahu wa ta'ala, an. Niemand beten wir an, der nicht würdig ist, angebetet zu werden. Und niemand ist würdig, angebetet zu werden, außer Allah, der Allmächtige. La ilaha illallah. Ali radiallahu anh, er fragte ihn, was sprichst du da im Gebet? Was machst du da im Gebet? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erklärte es ihm in aller Ruhe. Und diese aufblühende Rose, Ali radiallahu anh, er sprach daraufhin sofort die Shahada. Ein kleiner Junge von 10 Jahren sagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Und er weiß, was er sagt. Subhanallah. Eine aufblühende Rose, Ali radiallahu an, er ist aufgeblüht im Garten der Offenbarung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hört diese großartige Stellung von Ali radiallahu an. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, اشتاقت الجنة إلى ثلاثة. Das Paradies sehnt sich nach 3 Personen. Ali, Ammar und Bilal. Nach wen sehnt sich das Paradies? Nach Ali. Nach Ammar und nach Bilal. Das Paradies sehnt sich nach ihnen. Es kann kaum abwarten, dass diese Personen in den Paradies eingehen, damit das Paradies all seine Wohltaten, was es in sich birgt, diesen Personen geben kann. Allahu Akbar. Diese Überlieferung, liebe Geschwister, ist ebenfalls bei At-Tirmidhi, rahimullah ta'ala, und Al-Hakim sagt sie sahih, und Al-Dhahabi hat dieses bestätigt, rahimullah ta'ala. Das Paradies sehnt sich nach 3 Personen, nach Ali, nach Ammar und nach Bilal, liebe Geschwister. Und dann eine gewaltige Botschaft. Von wem? Vom Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Eines Tages kam der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu den Sahaba radiallahu anhu. Und es ging hier um die Schlacht von Khaybar. Dann sagte er, لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ.
يحب الله ورسوله. Ich werde diese Fahne, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, einem Mann geben, die Tauhid-Flagge, La ilaha illallah. Ich werde diese Fahne einem Mann übergeben, dem Allah den Sieg über die Feinde verleihen wird. Dem Allah den Sieg über die Feinde verleihen wird. Das heißt, Allah wird diese Person siegen lassen über die Feinde. Und er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dieser Mann liebt Allah und seinen Gesandten. Allahu Akbar. Aber ist dieses etwas Besonderes? Ich frage euch, liebe Geschwister, wenn ich jeden Einzelnen fragen würde, liebst du Allah und den Gesandten? Wer würde Nein sagen? Lasst uns nicht über diejenigen sprechen, die sagen, jeder liebt ihn. Wer würde Nein sagen? Natürlich, jeder sagt, er liebt Allah und den Gesandten. Aber das war hier nicht der Fall. Bei Ali radiallahu anh sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er liebt Allah und seinen Gesandten. Aber jetzt kommt das Besondere an der Überlieferung. Er sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, und Allah und sein Gesandter lieben ihn. Es ist nicht die Angelegenheit, ob du Allah und seinen Gesandten liebst. Die wichtige Frage ist, ob sie dich lieben. Wer behauptet nicht, dass er nicht Allah und seinen Gesandten lieben? Nein. Frag dich mal, ob Allah dich liebt. Woher kann ich erfahren, ob Allah subhanahu wa ta'ala der Herr der Weltenbewohner? Und wer bin ich, dass Allah mich liebt? Wie viele gigantische Diener hatte Allah subhanahu wa ta'ala, mit denen er zufrieden war? Und wenn man ihre Geschichten hört, dann schämt man sich. Warum soll er mich ausgerechnet lieben? Woher kann ich erkennen, welchen Maßstab kann ich ansetzen, um zu erkennen, ob Allah mich liebt? Ganz einfach. Frage dich nur eine Frage. Frage dich nur eine einzige Frage. Und wisst ihr, welche gigantische Frage das ist? Welche Stellung hat Allah bei dir? Frage dich, du Bruder und du Schwester, welche Stellung hat Allah bei dir? Ehrst du seine Gesetze? Gehorchst du ihm? Wenn Allah dir etwas befiehlt, dann fragst du nicht tausendmal schlaue Fragen, Philosophen fragen, warum und weshalb, und wer nicht fragt, bleibt dumm. Nein, der Muslim unterwirft sich. Allah sagt, ich unterwerfe mich. Das ist der Islam. Willst du dich nicht vor deinem Schöpfer ergeben? Willst du dich nicht vor dem ergeben, der dein Leben und dein Tod in der Hand hat? Abdullah Ibn Hudhaf al-Sahmi, radiyallahu anhu wa arda. Der König, ein König, kam zu ihm und er hatte ihn in Gefangenschaft. Abdullah war in Gefangenschaft von diesem König. Der König hat ein gigantisches Heer gehabt. Und er war einer der Könige, die sich sehen gelassen haben, liebe Geschwister. Dann sagte dieser König zu ihm, ich habe dein Leben und dein Tod in meiner Hand. Ich habe dein Leben und dein Tod in meiner Hand. Was meinte er damit, der König? Wenn ich will, kann ich dich töten lassen. Meine Soldaten sind viele. Meine Soldaten sind zahlreich vorhanden. Und wenn ich will, dann befehle ich nicht, dass sie dich töten, so bleibst du am Leben. Wer hat dein Leben und dein Tod in seiner Hand? Der König. So hat er ihm gesagt. Er sagte, Wallahi, wenn ich wüsste, dass du mein Leben und mein Tod in der Hand hättest, dann würde ich dich anbeten. Aber wir wissen, wer alleine hat das Leben und den Tod in der Hand? Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Ich werde die Fahne einem Mann übergeben, dem Allah den Sieg über die Feinde verleihen wird. Und dieser Mann liebt Allah und seinen Gesandten. Und jetzt das Schöne, Allah und sein Gesandter lieben auch diesen Mann. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu wa arda. Allahu Akbar, liebe Geschwister, wenn Ali radiyallahu anhu wa arda nur mit diesem Zeugnis zu Allah zurückgekehrt wäre, es hätte gereicht, um in das Paradies zu kommen. Aber es ist noch nicht alles. Hört die großartige Stellung von Ali ibn Abi Talib. Natürlich die Sahara, als sie gehört haben, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wird diese Fahne jemanden geben, den Allah und sein Gesandter lieben, was denkt ihr, haben sie gemacht?